Ja, hallo ihr Lieben. So, nächste Folge Love Island. Vielleicht ab morgen geht's vielleicht ein bisschen unregelmäßiger weiter oder später, muss man gucken. Aber ich find die Folge schon wieder so geil. Ich will das eigentlich unbedingt zu Ende machen. Genau. Also, ich find's so krass heute. Das ist, oh. Also, gut, ich glaube, ich werde es nennen, das Karma schlägt zurück bei Adriano. Es ist einfach, ich finde es einfach so geil, muss ich sagen. So. Aber gut, gehen wir es mal eins nach dem anderen durch. So, erstmal sehen wir Adriano mit der neuen Bauchtänzerin. Nicht abweisen, distanziert. Distanziert. Ich brauche jetzt wirklich kein Interesse, zum Beispiel eine andere Person kennenzulernen. So. Die jetzt das Gefühl hatte, eigentlich gar nicht so gut angekommen ist. Hat mich auch so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr das seht, fast ein bisschen gewundert. Und was man hier sieht, das ist manchmal so ein Fehler, den viele Menschen machen, dass wenn jemand distanziert ist, dass man das Gefühl hat, der hat sowas super Geheimnisvolles und auch sie fragt dann hier nach, ja, und wieso ist denn das so und warum? Und ich frage mich, was macht der in dieser Sendung? Also der ist wirklich total kühl. Und keiner ist gut genug und ich finde ihn auch zunehmend arrogant. Also ich fand Adriano echt, dachte ich, versuche auch immer das Positive zu sehen. Und er ist ja auch ganz cool so, aber ich finde ihn echt zunehmend echt richtig arrogant und oh, echt, und dann so, keiner ist gut genug und weiß nicht, wie seht ihr das? So, jetzt nochmal eine kleine Interaktion mit Bianca. Ich bin bereit, hier zu bleiben, wenn du bereit bist, hier zu bleiben. Wenn du sagst, du gehst, dann bin ich der Erste, der seine Koffer packt und noch vor dir durch die Tür springt. Also sorry, wie arrogant ist das, als wenn er darüber entscheidet, ob sie geht oder nicht? Und mal ganz ehrlich, selbst wenn Bianca gehen würde, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass er geht. Das regt mich immer so fucking auf, wenn in diesen Sendungen gesagt wird, ich gehe sofort, wenn du gehst, gehe ich auch. Ich glaube, das hat Henrik auch schon gemacht letztes Jahr. Und dann, ich gebe euch Brief und Siegel, wenn sie sagt, ja, ich gehe jetzt, dann wird er sagen, ach nee, doch nicht, ach nö, ich muss hier noch die Katzen pflegen und hab zu Hause nichts im Kühlschrank, es geht leider nicht. Also finde ich total arrogant. So, und jetzt schauen wir mal, wie er seine Ex-Freundin hier verschachert. Ja, nur eben möglich ist. Also ich sag dir ganz ehrlich, das Beste für mich wäre jetzt, wenn ich sehen würde, dass du irgendjemanden hast, mit dem du glücklich bist. Ja, klar. Alter, wie kann man sowas sagen? Ey, es ist echt null Mitgefühl. Ich weiß nicht, er ist ja wirklich nur mit sich beschäftigt, mit seinem schlechten Gewissen oder ich weiß nicht was so. Aber wie kann man jemand sagen, der sich einen Tag vorher noch die Augen ausgeheult hat? Ich bin so glücklich. Hauptsache, ich muss dich nicht mehr hier an mich haben. Bin so glücklich, wenn du jemand anders hast. Das kann man ja denken, ne? Aber gut, das fällt ihm auch später noch scheinbar ziemlich auf die Füße. Aber es ist schon krass. Also ich find's echt richtig, richtig krass. Also ich finde schon, was kann man jetzt dazu sagen soll? Es ist, gut, das ist natürlich auch, man, die Kameras filmen einen ganzen Tag, man redet viel Blödsinn, aber ganz ehrlich, ey, boah. Und ich bin ganz ehrlich, lieber sehe ich Bianca quasi mit Paco, wo ich weiß, woran sie ist, anstatt hier irgendjemand anders durch die Tür spazieren zu sehen, den ich nicht einschätzen kann und den ich nicht kenne. So, jetzt bestimmt er auch noch, wer sie denn daten soll. Also ich weiß nicht, was denkt er sich, der Typ? Ich meine, also ist er der große Zampano, der gar nicht mitspielt und allen immer nur reden hält und so ein Pseudo-Coach da drin, der allen sagt, was sie machen sollen oder was. Also, total krass. Wirklich. So, und jetzt passiert das wirklich Geile. Dafür feiere ich echt Bianca, trotz ihren Extensions und alles. Spaß, aber ich feiere sie wirklich, dass sie einfach sagt, okay, mach ich. Alles klar. Ja, alles klar. Next, sie macht genau das, was ich immer sage in solchen Situationen, nicht hinterherjammern, sondern alles klar, willst mich nicht, gut, zack, nächster, so, ne, und ich finde, sie macht das so gut, weil sie sagt dann, ja, ich finde Paco, also klar, rede dann auch mit Paco, und ich finde es total geil, dass sie ihm ganz klar sagt, du bist keine zweite Wahl, sondern ich habe Standards, also da hat sie jetzt welche vorher, aber gut, ich meine, ich finde, sie handelt das immer noch wirklich gut.
Ich habe meine Standards, ich mache nichts parallel, trotzdem finde ich dich mega, aber als du reingekommen bist, war ich ja mit jemand anders, aber jetzt will dein mich ja nicht mehr und ja, hier bin ich, date mich, ne? Mega. Mega. Richtig. Ja, jetzt kommen wir mal zu Greta und Finn. Da ist ja dieses Tortenspiel, was sie jedes Jahr machen. Also da kriegt immer einer kriegt einen Ring, einer kriegt einen Kuss und einer kriegt eine Torte. Und den man verkappelt ist, die kriegen natürlich üblicherweise einen Ring oder einen Kuss. Und irgendjemand anders, auf den man sauer ist, kriegt die Torte. Oh, hm. Aber wer kriegt bei Finn und Greta die Torte? Finn. Das muss ich gleich zugeben. Das hat dann, hätte er glaube ich sonst nicht gemacht, hat dann, Finn hat Greta dann auch die Torte reingehauen und das muss ich sagen, war sie auch nicht beleidigt oder so, also sie konnte es, sie hat es gegeben, sie konnte es nehmen, ist eigentlich, also wenn man so will, alles gut. Und man könnte es jetzt auch so sehen, vielleicht ist es auch so, ich weiß es nicht, dass es irgendwie, ja, so eine schräge Art von, was heißt schräge, so, so ein Necken ist und das kann ja manchmal auch ganz sexy sein, lustig sein. Mich hat es allerdings angetriggert, aber vielleicht, weiß nicht, wie ihr das seht, freue mich da auch über eure Kommentare, weil mich hat das, erinnert das total an diese schwierigen Beziehungen, die ich hatte, so dieses immer wieder angepiekst werden und immer wieder denken, boah, was soll das, warum, warum? Wo ich das Gefühl hatte, so, ja, man wird schon gemocht oder vielleicht auch geliebt, aber es ist immer so verbunden mit so Wut und Aggression und weiß ich nicht. Und dann muss, wird einem noch irgendwo einer reingedrückt oder ein blöder Scherz gerissen. Und boah, also ich das fand das aus heutiger Sicht so. Also wenn das jetzt das alleine, ja, komm, man muss auch jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst irgendwie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich nutze es einfach mal, um das zu thematisieren, weil Greta, also ich hätte es auch noch mehr Sachen raussuchen können. Greta, meiner Ansicht nach, das wirklich häufig macht, dieses Gepiekse, dieses immer wieder Pieksen, weiß ich nicht. Ist sie wütend auf Männer? Ist sie noch wütend auf Papi? Ich meine, keine Ahnung. Wie gesagt, ich breche das jetzt einfach mal runter auf Alltagssituationen. Man weiß ja nicht, solchen Gründen, die das da genau machen, keine Ahnung. Aber wir nutzen es mal so dafür und ja, das ist, glaube ich, das tatsächlich, sag ich jetzt mal, so als ich mich als datender Mann früher gesehen habe, wo ich sagen würde, wo man das Gefühl hat, haben Frauen wirklich so eine Wut auf Männer. Und das kriegt man dann, das kriegt dann derjenige, der gedatet wird, der kriegt es dann ab. So, ne? Ja, gut, ist wahrscheinlich andersrum genauso, aber das ist mir so sehr aufgefallen. Ja, und jetzt sehen wir, wie, da hilft natürlich dann die Produktion gerne nach, wie dann Paco und Bianca dann halt auf den Date geschickt werden. Und man sieht schon, gut, das ist natürlich auch immer gut geschnitten, aber man sieht schon, die gehen dann so, ich finde das einfach so geil, wie Bianca dann so völlig fröhlich an Adriano vorbeigeht, oder? Klatscht ihn noch ab und ha, ha, ha. Und ich sehe da auch keinen, weiß ich nicht, also auf mich wirkt sie auch nicht wütend, sondern einfach, alles klar, will mich nicht, next. Das ist genau diese etwas kühle Haltung, die ich immer propagiere, irgendwie so. Also ich finde es mega, ich feiere sie echt dafür. Und dann wird im Vorspann auf heute, wird dann Folgendes gezeigt. Warte. Würdest du mir sagen, dass Gefühle abtöten so von 0 auf 100 eine positive Eigenschaft ist? Ja, was ich jetzt nur so interpretieren kann, das ist in einem doch sein Ego gekränkt ist, weil er es wohl nur kennt, dass die Weiber, wenn er das abzieht mit diesem ich will dich gar nicht und ich ist scheißegal und date doch hier den Nachbarn oder, weiß ich nicht, den Urgroßonkel meines, weiß ich nicht, meines toten Opas, der hätte den noch, ist mir alles wurscht, mir alles egal, Hauptsache ich bin nicht los und ja, und wahrscheinlich kennt er das dann so, dass die, weiß nicht, ob die Frauen hinter ihm herlaufen, keine Ahnung, aber Bianca ist einfach so, alles klar, mache ich, tschüss, bin weg, und dann ist es auf einmal doch nicht richtig, ne? So. Ich meine, muss es heute jetzt nochmal gucken, aber es sieht ja so aus. Und also wenn das sich das wirklich so ist, dass er jetzt eifersüchtig wird, also sorry, dann ist das wieder einer von diesen Fällen, wo ich wirklich Leute sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist mit den Menschen los? Was ist los? Ich kann doch nicht jemand wegschicken und sagen, date jemand anders. Ist mir total egal. Mach doch. Mach. Hauptsache, ich bin nicht los. Und ah. Das ist, du kannst auch mal wegen eine Frau daten. Also jetzt nichts gegen, ich sag's jetzt nur so, ich mach nur Spaß, ne? Oder gar nicht mehr daten oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung, oder kannst ins Kloster gehen oder ist mir alles egal, Hauptsache ich bin nicht los. Und dann macht die Person, ja, alles klar, mache ich. Und dann,
wie kannst du so schnell deine Gefühle verlieren? Also das ist so Ego, das ist so, das weiß ich gar nicht, der macht ja immer einen so auf, ich bin so mega schlau und ja, das ist ja auch alles, wie gesagt, nicht bewusst, das weiß ich auch, ne? Aber dann, da denke ich mir, hallo, wie kann er das nicht sehen, dass das überhaupt keinen Sinn macht? Null! Da muss er auch die Eier haben, es durchziehen. Dann muss er sagen, ja, ich habe sie weggeschickt, sie geht weg. Ja, aber gut, das ist so typisch, dass dann das Ego reinballert und sagt, nee, aber ja, ich wegschicken möchte ich sie gerne, aber diese Bestätigung, dass sie hinter mir herläuft, die hätte ich natürlich trotzdem gerne. Weil das ist so typisch Ego. Also, ne, das weiß nicht, kämpft ja auch jeder ein bisschen, keine Ahnung. Also ich kann das auch, gibt auch Situationen in meinem Leben, also sowas habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Da kann mich jetzt überhaupt nicht ansatzweise dran erinnern, aber dass man was beendet und dann, klar, das Ego und dann, wenn es dann, ja, trotzdem das Ego manchmal involviert ist und ja, klar, das kennen wir bestimmt alle und ist ja auch egal, spannend anzugucken, aber das ist so weird, ey, das ist so, also das ist, ich, wie ich das gestern Abend gesehen habe, gedacht, das glaube ich nicht, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, aber ich finde es, also ich feiere Bianca, dass sie das echt so voll trocken durchzieht, mega, also das ist genau, wie es gemacht wird, also kein Wut, kein Ärger, nochmal reden, alles klar, du willst mich mehr, Bums, nur mal löschen, next, das ist genau, wie es gemacht wird. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, kauft meine fucking Kurse, kauft die Dating-Kurse, vergesst das immer. Wenn ihr auch so anderes euer Dating-Game verbessern wollt oder wie auch immer mehr über Polarität erfahren wollt. Und genau, ich weise auch noch hin, dass wir weiter an der neuen Dating-App dran sind, Soulmatching. Es dauert noch ein paar Wochen, also ich kriege immer noch mit für die Techniker da. Ich habe da so einen Zugang da zu dieser wie heißt das, zu diesem gibt es immer so einen Namen bei diesen Softwareentwicklern, zu diesem Sprint oder keine Ahnung, dass die da alles immer reinschreiben. Also ich verstehe nur die Hälfte oder nur nicht mal die Hälfte. Aber es geht voran. Es geht voran und wir haben jetzt auch intensive Meetings diese Woche wieder und genau, bis bald.